Ja, Leute, Marc Bellinghaus, Raubal in Haltern vor der Maria ohne Hände mit Herbert und Laura. Und ich wollte euch nur mal erklären, was meine Idee als Kunstprojekt für diese Ecke hier besonders wäre. Und zwar finde ich diese Gitter, auch wenn die so ein bisschen künstlerisch gestaltet sind, hier oben mit den Noppen und so, aber es sind immer Fahrräder hier angeschlossen vor der Mutter Gottes, also vor der Maria. Und ich habe, Laura, zeig mir mal deine Hände, ich habe vorgeschlagen, dass man diese Hände von Laura, mach sie nochmal so zusammen, beide, so, nee, so, zum Beten, genau, dass man diese Hände modelliert und dann da oben an die Maria die dran setzt. Das wäre meine Idee, mein Vorschlag. Dann würde ich diese ganzen Gitter hier würde ich wegmachen und dann zwei Bänke, links und rechts eine Bank für die Bürger, dass sie sich hinsetzen können. Und dann hier, wo ein freier Platz ist, könnte man eine Plakette für die Opfer von Haltern hinmachen. Denn die sind nur an der Schule, am Gymnasium sichtbar. Hallo, ich nehme sie nicht auf, keine Angst. Und insofern, das wäre doch ein toller Vorschlag. Ich würde sehr, sehr gerne die Maria ganz golden anmalen. Ganz gold, also jetzt nicht vergolden, sondern gold anmalen, weil sie dann wirklich strahlen würde. Das war so meine Art Vision, dass hier mit Blumen, ein paar Blumenkübel, hier, wo jetzt hier diese Abstell-Area ist, ein paar Bänke. Was haltet ihr davon? Ist doch eine tolle Idee, oder? Also hier links und rechts eine Bank. So neben die Maria, vor die Maria. Dann käme auch keiner mehr auf die Idee, hier irgendwie Fahrräder abzusperren. Und die Maria ganz in Gold und betende Hände, dass sie wieder funktionsfähig ist. Beziehungsweise betende Hände hat. Das ist mein Angebot an Haltern. Das habe ich mir überlegt. Das wäre doch schön. Was meint ihr? Das könnte man doch verwirklichen. Heute ist hier übrigens ein Markt. Ich zeige euch das mal. Es ist viel Fun für Kids. Es ist ein Karussell. Es ist immer schön. Hier, ein Karussell und die Kirche. Es passt sehr gut zusammen. Es ist immer was los in diesem wunderschönen Haltern. Ich weiß schon, warum ich immer gerne hierher komme. Es ist wirklich ein schöner kleiner Ort, wo alles noch in Ordnung scheint. Vor allem die Fußgängerzone. Ja, Leute, guckt euch das mal an. Die Fußgängerzone an dem Sonntag ist gerammelt voll. Das ist wirklich sehr gut, weil heute ist auch verkaufsoffener Sonntag, ja? Nehme ich an. Okay, Leute,